So, willkommen zurück zu Greifer Company, das Schaf am Start mit Ghost Vikings 2. Ich versuche hier diese kleine Reichsrebellion zu verhindern. Okay, interessant, er hat den Berserker aufgegeben, das heißt, er könnte jetzt jederzeit sterben. Wow. Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, ihr habt das gerade gesehen. Und vielleicht seid ihr genauso verblüfft wie ich. Wir haben gerade eine Überzahl an Truppen einfach umgebrochen. Was ging denn da gerade ab? Ja. Ich werde mir noch mehr Söldner besorgen. Ich will das hier auf keinen Fall verlieren. Ich nehme mal ihn. Und ihn und ihn. Das dürfte passen. Und dann wird hier erstmal gleich zurückgeschlagen. Und zwar mit voller Wucht zurückgeschlagen. Ja. Die sind jetzt auch besser. Ja, sind sie. Ah, verdammt. Ich habe wieder einen großen Fehler gemacht. Ich wollte die Moral auffüllen. Ich werde hier jetzt die Dinger wegbomben. Wird jetzt hier eiskalt einfach niedergeschlagen, dieser Aufstand, ohne Rücksicht auf irgendwen. Die haben sich verzogen. Da ist das Zentrum, da werde ich jetzt mal eben hingehen oder hinfahren. Dann mal sehen, was er davon hält. Die hier bei den Falschen übrigens. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich wollte eigentlich einen drüber. Aber diese Daten wachsen jetzt auch so schnell, dass das hier eigentlich so keinen großen Unterschied mehr macht. Sein Vormund werde ich sein. Ich habe das Gefühl, dass das mein Enkel ist und dass mein Sohn gestorben ist. Sind sogar beide Söhne gestorben. Aber dann finde ich noch ein geniales Mädel über. 6, richtig. Und das ist ja wirklich hier perfekt. Meine Güte, die ist ein Genie und stark. So, machen wir hier weiter.
Sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt nicht irgendwie stirbt. Ja, ich schlag die mir auch hier nieder. Die sind geflohen. Dadurch, dass ich diese Bogen hier auch alle so Harakiri-mäßig einnehme, sinken auch automatisch die Kosten für die angeheuerten Söldner. 83 Soldaten im Monat. Ja, ich würde mal sagen, ich bewege mich mal dann hier langsam in diese Richtung. Während ich... Ich habe einen neuen Sohn. Interessant. Aber Nachfolger bleibt mein Enkel. Ja, ich finde das in Ordnung. Tja, ich nehme halt extrem schnell ein. So, was ist das hier überhaupt? Heiliger Krieg um Venedig. Ach du Schande. Steht eine riesengroße Armee drauf. Das kann schon gut sein, würde ich mal sagen. Ja. Wie dem auch sei. Ich werde jetzt erstmal wirklich versuchen, hier die niederzuschlagen. Okay, wir sind noch nicht einverstanden. Zack. So, das Ding muss ich jetzt wirklich gewinnen. Und dann würde ich mal eben danach runter nach Venedig fahren. Um zu schauen, was da geht. Wow, wie er einfach... Bitte was? Wie er mich einfach hier komplett zusammenbrechen lassen hat. Ja, ich glaube, ich kann mich auch um Venedig gar nicht mehr kümmern. Ich habe so viele Probleme hier im eigenen Land. Aber warum? Was ist dein Problem, Mann? Warum bist du so schlecht, sag ich mal? Ich weiß es nicht. Ich meine, er hat keinen Angriff und nichts, aber... Dass das so viel Auswirkung hat und so schlimm ist. Meine Güte. Ja, alles nicht so geil. In Venedig kann ich mir jederzeit wiederholen. Das ist nicht so schwer. 383 Soldaten. Wie sieht es eigentlich mit meinem Gefolge aus? Ist noch vorhanden, soweit. Also dann erober ich hier weiter mal Sachen zurück. Die wachsen ja rasant. Das mit Siedlungstier würde ich aber verhindern. Ich habe hier wieder das Gefühl, dass er richtig schnell wegbricht. Er ist ein wichtiger Schwachpunkt. Aber woher soll ich einen anderen Kommandanten auftreiben? So, ja.
Kann ich nur darauf warten, dass die sich hier schnell genug vorwärts entwickeln. Ja, 383 pro Monat. Ja, ihn muss ich austauschen. Ich habe auch keinen guten Ersatz gegen ihn, oder? Grausam, das ist einfach nur... Hatte ich irgendjemand tapfer? So etwas, tapfer. Das will die Moral eher anheben. Realma. Das ist nur die Verteidigungsmoral. Verteidigungsmoral bringt natürlich auch nicht so viel. Mit der Verteidigung wäre ist er mega gut, aber nicht im Angriff zu gebrauchen. Ja, ich weiß es nicht. Habe ich nicht. Ich könnte ja meinen Marschall. Ihn hier. Mal abziehen von seinen Aufgaben. Ups. Und einfach mal hier einsetzen. Harald. Das sieht dann schon besser aus. Ich würde wenigstens auf... Wie nicht habe ich verloren? Yep. Auf 12.000 warten. Ich meine, 11.300 sind auch schon eine Menge. Mehr Soldaten brauchen das Land. Ups, wo ist er hin? Er ist wirklich verreckt. Der hat nichts drauf. Oh Mann. Ja, ich kann nur hoffen, dass die Flanke hält. Nein, sie ist komplett weggebrochen. Mal wieder. Ist das nicht grauenhaft, dass die paar Leute... es wirklich schaffen, eigentlich sogar die doppelte Anzahl an Leuten niederzustrecken. Oh Mann. Das nimmt hier kein Ende. Jetzt habe ich die doppelte Truppenanzahl. So, und irgendwie... Befördere mal einen Befehlshaber. Der ist auch so nichts zu brauchen. Kostet nur 54 Gold immer wieder. 17,4 Takte, okay. Ich sag mal ausgezeichnet. Und ich hoffe. Ich hätte ihn halt noch den Kommandanten erinnern sollen.
Aber wird auch nicht sehr viel mehr anrichten können. So, 10.000. Ich weiß nicht, vielleicht balanciere ich das Ganze mal aus. Irgendwo konnte man das ausbalancieren. Hier. Ich hoffe, dass das dann auch tatsächlich jetzt effektiver ist als zuvor, so dass die Flanken nicht wegbrechen. Also mit doppelter Truppenanzahl kann ich das jetzt ja wohl auch als Mindeste erwarten. Ah, das wird ein richtig teurer Krieg. Richtig teuer. Keine Ahnung, ob die dazugehören, aber ich schätze dir auch nieder. Alles, was hier feindlich ist oder feindlich gesinnt ist, habe ich jetzt auf dem Kicker. So. Hier oben hat sich auch einiges getan. Ich würde die da mal aufhalten. Was auch immer die da versuchen. Das ist ja auch irgendwo ein größerer Haufen an Truppen. Nicht wirklich. Dann würde ich eigentlich schon sagen, ich fahre hier zurück, um das zu beschützen. Ich habe mich anscheinend verzogen. Aber ich werde jetzt hier einfach anfangen, die Hauptstädte der Mitwidersacher anzugreifen und gegebenenfalls einzunehmen. Meine, diese Soldatenanzahl wächst immer noch rapide an. Das ist anscheinend er hier. Ich kann die beiden jetzt auch nicht mehr unterscheiden voneinander. Ich pack mal die Schiffe weg, weil die ziehen, die ziehen gar nicht so hart. Halten wir noch auf. So, dann rufe ich mal noch Wähler. Die Schlacht hat eben recht viele Punkte gebracht, weil er nicht mehr so viele Soldaten hat, aber man bekommt prozentuale Anzahl der restlichen Gesamtanzahl an Soldaten gut geschrieben. Der war das gerade eine 20,4% Schlacht, auch wenn es nur 1000 Soldaten waren. Einfach nur, weil er kaum noch Soldaten hat. Sprich, das Ding wird hier gleich vorbei sein.
Spiele, ja, ist das belegt. Wo denn genau? Was treibt ihr, Chef? Mist, ja. Keine der bla bla bla. Ja, deine Besitztümer sollen nicht von irgendjemandem besetzt werden. Du bist nämlich im Krieg mit ihm. Ah, interessant, die versuchen sich das einfach einzuverlagen. Während du dich mit Chemisch, während du dich hier mit mir prügelst. Ist das nur das und das? Sowas ist immer wieder lästig. Das fehlt hier, glaube ich, gar nicht um das, oder? Doch, das ist irgendwie eine Stadt von uns. Und deswegen. Und hier? Irgendwo hier besetzt. Bis um den diesen. Und dieses kleine Fleckchen hier. Das sieht so aus. Aber das ist ja mein Gebiet, nicht sein Gebiet. Wo ist er besetzt worden, ist die Frage. Zur Hölle, Mann, wirst du besetzt. Also, wir schauen mal. Die Revolte hat verteidigen gegen Anju. Heute geht es um Anju. Es geht hier um Anju. Aber das besitze ich hier. Ah. Hierum geht es. Okay, verstehe. Und das hier genauso. Und hier ist der andere. Es geht um genau die drei Dinger. Dann werde ich mir die gleich mal holen. Wenn ich die Dinger wieder zerschlagen habe. Die also so, dass er auf dem Weg ist. Boom. Und dann werde ich das nämlich hier unten gerade in Frankreich klären. So, Schritt 1. Das hier. Dass jetzt irgendwie Krankheiten ausbrechen, ist nicht so geil. Weil dadurch sterben recht schnell viele Soldaten. Deswegen fahre ich auch mal direkt mit dem Schiff ran, um die Soldaten einzuladen. Das zerbricht hier unten noch alles. Auch mega interessant.
aber gerade der falsche Zeitpunkt. So, da muss ich das hier noch befreien. Das ist befreit. Und jetzt fehlt noch das da unten. Zack. Achso, ein Land, das ist auch noch. Okay, dann gehen wir mal eben nach Anju. Und dann dürfte das jetzt eigentlich auch durch sein. Es fehlt immer noch König Belazes. Wo ist die Frage? Wo belagert König Belazes uns noch? Beziehungsweise unseren Gegner. Irgendwo hier auf der Insel. Wer ist denn hier dein Gegner? An der Kriegmannschuhe ist mir alles ziemlich latte. König Belazes ist jeder welcher. Ist das doch noch hier? Wo ist denn die Besetzung? Ich verstehe halt nicht, wo die Besetzung sein sollte. An welcher Stelle denn? Ach man, dafür sollte es auch irgendwie eine Funktion geben. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Funktion für gibt. Ist das hier auf der Insel irgendwie? Nicht wirklich. Das hat damit alles gar nichts zu tun. Besetzt. Da haben sie mich besetzt. Das ist aber ziemlich egal. Wirklich hier dieses Stückchen. Oh man, der ist da noch eher nach oben gefahren. So ein Penner. Dann laufen wir eben zurück. Und fahren so schnell wie möglich nach oben. Ups. Ups. Du wirst auch zum Soldat ausgebildet. So. Dann schnappe ich mir den hier mal. Und hoffe, dass in der Zeit nicht irgendwie unten wieder was erobert wird oder belagert wird. Wo er da gerade voll dabei ist. Deswegen sollte ich mich hier auch echt beeilen. So, das wäre durch. Jetzt kommt das hier noch. Ich hoffe, das ist jetzt damit erledigt.
Es dürfte eigentlich keine weiteren Gebiete mehr geben. Was ist mit dir los? Du hast bestimmt auch irgendwo Schmutz. Vielleicht am Stecken, nee, nicht wirklich. Aber wer ist das denn? Ja, okay, sind die Reste, aber... Zack. So, wo treiben die sich jetzt herum, ist so ein bisschen die Frage. Da bin ich auf den Weißen Frieden angeboten. Anscheinend konnte er es nicht annehmen, weil die Eroberung doch schon wieder irgendwo zu schnell vorangeschritten ist. Das ist eine Belagerung von mir. Wo soll das jetzt sein? Das ist so ein bisschen meine Frage. Aber Gerd kennt wirklich uns. Der ist gehört mir, aber... Ich habe doch gar keinen Krieg mit dem. Geht's dir um den? Ist es so? Ein Graf. Berengre. Ist das nicht Graf Berengar? Wer ist Graf Berengar? Graf Berengar ist hier unten am Start. Dann mit Vollspeed nach unten. Ja. So, vielleicht jetzt ja. Wie lange dauert das? 2 Tage, 1 Tag, 0 Tage ist vorbei. Das schon mal abgewendet. Das war wirklich wichtig. Eine harte Sache. Ja, jetzt steht noch an, die anderen zu besiegen. Die aber gar nicht mal so stark mehr aufgestellt sind, weil es glaube ich wirklich nur einer ist. Das ist wirklich nur der eine. Ja, bevor ich die Episode beende, schlage ich den jetzt nochmal nieder. Ich werde mal hier die ganzen Lehnstruppen entlassen, 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 entlassen. Ja, das sieht glaube ich ganz gut aus. Das eben mit meiner Standardarmee machen. Ah, er hat's geschafft. Und lauf doch nicht davon.
Hat auch hier jemanden mit Organisator. Der ist anscheinend auch verreckt. Ja. Puh. Was soll ich noch großartig dazu sagen? Was für ein krankes Geschnetzel das war. Ja, ich werde hier nochmal Truppen zurückfordern. Was ist das hier? Das ist ein Witz, ne? Also das will ich mir auch wiederholen. Das ist ja ziemlich dreist, dass die sich hier einfach abgespalten haben. Ja, ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss und sehen dann das nächste Mal, wie es weitergeht. Bis dann.